Die Internetplattform WikiLeaks, die in jüngster Zeit knapp 100.000 zum Teil hochbrisante geheime Papiere über den Afghanistan-Krieg veröffentlicht hatte, droht, weitere streng vertrauliche US-Militärdokumente zu veröffentlichen. Beobachter gehen davon aus, dass es sich um eine Warnung an die amerikanische Regierung handeln könnte. Denn diese macht den Betreibern von WikiLeaks nach der Offenlegung der Geheimdokumente enorme Schwierigkeiten. Das FBI ermittelte. Mitarbeiter der Plattform wurden auf Flughäfen herausgezogen und durchsucht. Auch hatte ein ehemaliger Sprecher der Bush-Regierung in einer Kolumne der Washington Post gefordert, WikiLeaks mundtot zu machen. Er forderte, dass der Gründer Julian Assange gefasst, zur Rechenschaft gezogen und angeklagt werden müsse. Wörtlich heißt es, WikiLeaks stellt eine klare Bedrohung für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten dar. Der Schaden, den die nationale Sicherheit erlitten habe, sei unermesslich und irreparabel. Das System zur illegalen Verbreitung von geheimen Verschlusssachen müsse ausgeschaltet werden. US-Verteidigungsminister Gates erklärte gegenüber ABC News, Assange habe eine moralische Schuld für den Schaden, den er angerichtet habe. Auch US-Militärs und Politiker fordern harte Konsequenzen für WikiLeaks und seine Informanten. Der republikanische Abgeordnete Rogers sagte in einem Interview, der Soldat Bradley Manning, der die Dokumente an WikiLeaks weitergegeben haben soll, habe sich wegen Hochverrats in Kriegszeiten schuldig gemacht. Sollte er für schuldig befunden werden, so Rogers, sollte man den US-Soldaten exekutieren. Manning sitzt derzeit in Einzelhaft in einem Militärgefängnis im US-Bundesstaat Virginia, wo er auf seine Anklage wartet.